Sarah Lombardi und Julian Büscher sind ein Herz und eine Seele und wollen auch bald vor den Traualtar treten. Doch so gut es auch privat bei dem Fußballer läuft, so düster sieht es aktuell anscheinend mit seiner beruflichen Karriere aus. Der Trainer des 27-Jährigen verriet gegenüber Reviersport: Er hat mir kurz vor Weihnachten erklärt, dass er seinen Schwerpunkt verlagert. Ich glaube, dass das etwas mit seiner Partnerin zu tun hat. Für mich ist er trotz laufenden Vertrages bis zum Saisonende kein Kadermitglied mehr. Eigentlich spielt Julian bei dem Regionalliga-Schlusslicht Bonner SC. Doch schon im September 2020 zog sich der Sportler einen Kreuzbandriss zu und musste nach der Verletzung an seiner Rückkehr arbeiten. Im Oktober machte er im romantischen Maledivenurlaub seiner Freundin Sarah Lombardi einen Heiratsantrag. Und nun sieht es offenbar danach aus, dass Julian Büscher seine Fußballschuhe zugunsten seiner Liebsten nun komplett an den Nagel hängt. Damit kann er sich bestimmt nun voll und ganz seiner kleinen Familie, bestehend aus Sarah und dem 5-jährigen Alessio Lombardi, widmen und womöglich die anstehende Hochzeit planen. Darüber hinaus verriet Sarah Lombardi bereits, dass sie sich für ihren Sohn noch ein Geschwisterchen wünscht. Ob das Paar schon daran arbeitet? Dazu haben sie sich noch nicht geäußert.